Vor einigen Monaten hat ja ein groß angelegter Dialogprozess begonnen. Anfang Dezember ist das gewesen. Die erste Auftaktveranstaltung hat im Kanzleramt stattgefunden. Und das Wesen dieses Dialogprozesses wurde seinerzeit so angekündigt, dass er ergebnisoffen und auf Augenhöhe folgen soll. Und ich sage ausdrücklich, dass ich das damals sehr gelobt habe, weil ich es richtig finde, bis zum heutigen Tag, dass man mit den Betroffenen spricht, anstatt nur über sie. Aber jetzt sind 3 Monate ins Land gegangen und deswegen möchte ich von Ihnen gerne wissen, welche konkreten Hinweise Sie im Rahmen dieses Dialogprozesses während der letzten Monate erhalten haben, die auch ganz konkret und unmittelbar eingeflossen sind in die Novellierung der Düngeverordnung, wie sie von Ihrem Haus in wenigen Tagen vorgelegt werden wird. Ich bedanke mich sehr. Na, nicht so lange. Die FDP hat sich sehr konzentriert auf dieses Thema. Und da dachte ich, dass Sie dann auch schon wissen, was Eingang gefunden hat. Aber gerne nehme ich das zum Anlass. Das Thema Binnendifferenzierung. Und da bin ich sehr, sehr froh, denn die Binnendifferenzierung war 2017 schon möglich. Und Sie wissen auch, wo die FDP mit an der Landesregierung ist, haben Länder die Binnendifferenzierung nicht vorgenommen, was ich bis heute nicht nachvollziehen kann. Und wir haben ganz klar, und das ist der Wunsch der Landwirte gewesen, im Übrigen auch wissenschaftlich sinnvoll, dass wir sagen, ja, wir wollen verursachergerecht und wir wollen auch eine Plausibilität der Messstellen haben und vor allen Dingen soll es bundeseinheitlich sein. Und das haben wir aufgenommen. Das hat Eingang in unseren Vorschlag zum Beispiel der Düngeverordnung jetzt erhalten. Das heißt, dass aus einer Kann-Regelung eine Muss-Regelung wird. Und dass jetzt eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe tagen wird, die ein halbes Jahr Zeit hat, dann die Kriterien zu entwickeln. Und die Länder haben die Chance, und ich hoffe auch, dass sie es machen, dann mit ihren Landwirten vor Ort konkret aus den Bundesländern dann sich vorab auch abzusprechen. Sie haben das Wort zur Nachfrage. Vielen Dank für die Antwort. Verehrte Frau Ministerin, meine Frage ist nicht gewesen, was angeblich die FDP versäumt hat, sondern welche Hinweise aus diesem Dialogprozess von Ihnen aufgenommen und eingeflossen sind. Ich möchte Sie deswegen ganz ausdrücklich nachfragen, wie Sie es verhindern wollen, dass vor dem Hintergrund dieser Antwort, die Sie eben gegeben haben, die Landwirte, die sich auf den Weg nach Berlin gemacht haben, an diesem Dialogprozess teilgenommen haben, diesen Dialogprozess nicht als schlichte Farce wahrnehmen, um Sie ruhig zu stellen und überhaupt keine Chance haben, dass tatsächlich fachliche Expertise mit in diese Düngeverordnung aufgenommen wird. Also ich sehe auch einen Post von Ihnen, wo Sie auch etwas als Schweigegeld von uns abtun. Das lehne ich ab, so ein solches Wording, muss ich sagen, Herr Hocker. Aber jeder macht es ja, wie er auch möchte. Genau, das ist ein anderes Thema.